Moin Moin und herzlich willkommen hier beim Supermarkt Simulator. Und ich wollte das nochmal zeigen, ne? Da fehlt eins, da fehlen zwei. Da fehlt nur eins. Und da nebenbei, wir machen schon mal auf. Die Jungs stehen hier einfach draußen und sagen, wir sind fertig. Das ist die erste Kundin. Hier hat man noch irgendwo Lücken. Findungsschwierigkeiten. Immer noch Lücken im Regal. Lücken im Regal. Wenn Sie mir jetzt durch die Kamera. Wir haben ja noch jede Menge Platz. Das heißt, wir könnten heute am Ende des Spieltages einfach mal gucken. Vielleicht nutzen wir die Möglichkeit. Wir haben ja 30.000, 31.000. Was soll da passieren? Rechnung habe ich bezahlt. Ich hoffe, hier im Lager liegt genug. Das muss man dann schon mal nachbestellen. Das nicht. Könnte passieren, dass doch teilweise noch etwas zu wenig da ist. Aber naja. Ich beispielsweise 1, 2, 3, 4 mal Reiniger. Ja, das da oben haben die. Es ist sogar so, dass da noch Reiniger fehlt, aber gut. Das lag ausnahmsweise mal an mir. Ich dachte, sie will schon mehr. Wollte sie nicht. Damit sind wir jetzt auch komplett nur auf 31.000. Hauptsache stolziert hier noch lang, ne? Kommen Sie bitte auch in Kasse 3. Hier strebe ich zu mir. Perfekt. Wunderschönen guten Tag, Herr. Ganzen Joghurt. Nicht, dass Sie das damit zunehmen. 88 Dollar. Nicht zu uns. Ist ein Essen, Sushi und Steak. So wünsche ich mir das. Müller plus 1,80 zurück. Na gut. Also Steak und Sushi sehe ich als gutes Essen an. Also da kann man wirklich nicht meckern. Ist auch für, naja, für einen Tagesbill wenig. Ich mache es ein bisschen viel. Und fehlt schon wieder ein Bier. Junge, ihr seid eindeutig viel zu langsam. Und ich sitze hier einfach nur rum, ne? Und warte. Es ist schon wieder Nachmittag. Ah, die Dame? Nein. Jetzt kommen im Endeffekt. Wir eigentlich nur in den Laden, laufen stundenlang rum. Und wollen eigentlich nur, dass, die Zeit hier verbringen, nicht, dass es draußen regnet und die dann nass werden. So, wir haben den Soda-Steak. Schönes Essen. Schön in einem ja, Käsemantel. 57,10 ist sogar ein guter Preis dafür. Naja gut, ich denke, er wird wohl backen wollen. In 25 zurück. So Steak mit Käsemandel. Das klingt klug gut. Habe ich darauf Hunger? Problem ist, jetzt brauche ich nur noch ganz kurz, junge Dame. Steak und Käse. Salz, Honig, Bier. Bier ist immer gut. Bei den Kunden hier. Wie gesagt, ich bin da nicht so. Oh, was wollen Sie zurück? Nix, gut. Na, aber. Die Mischung aus Bier und Cola. Ja, es gibt ja Cola-Weizen. Das, wenn ich mich noch recht erinnere,
Schmeckt nicht so wirklich. Die Dame? $72,55. Das sind inzwischen auch nicht mehr die Preise oder die Bonwerte, die wir mal hatten. Ne? Jetzt kommt mal wieder etwas mehr zusammen, hoffe ich. Wackel nicht. 117,45. Ja. Geht so. $55,85 zurück. Das ist ein Witz. 79,50. Damit sind nicht mal die Einkaufsrechnungen gedeckt. Na, kommt noch jemand? Nicht Bier. Irgendwo muss ein Nest sein, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Man sitzt hier, passiert überhaupt nichts und mit einmal stehen da vier Leute. Mal Gummibärchen. Sache, der Wodka ist mit bei. 50 Cent zurück, kriegt man hin. Okay, wir haben fast um 9. Sie kommt rein. Er da hinten kommt rein. Was ist denn nicht für die Luftwaffe hier allgemein? Was will sie zurück? Einen ganzen Dollar. Na, aber. Mal $12 zurück nach seinen 2 Toilettenpapier. Da kommt mal das wenigstens teure hier. Speichelt der Haut. Aber hier sieht man wieder 36,25. Das ist nicht wirklich ein Preis. Ich sehe, die Spaghetti sind schon wieder alle. Die Jungen sind mal wieder viel zu langsam und kriegen das wieder nicht auf die Reihe. Ein Fliegvieh. Dann kommt man auf 123,35. Wo ich sage, ja, das ist okay. So. Die Menge 114,70. Das ist ein Witz. Also für das Spiel jetzt. Also hat nichts mit der Realität zu tun. Das ist nicht viel. Und wenn er jetzt über die 100 kommt, ist das schon viel. Nicht mal das hat er geschafft. Ich habe mir keine Spaghetti mehr. Das ist mir eindeutig nicht genug. Will ich noch nicht hinstellen? Auch nicht. Ich nutze die Zeit jetzt im Endeffekt erstmal, um ja, die Bestellung für den nächsten Tag fertig zu machen.
Und was können wir noch? Hat sich schon geklärt. Halt. Sind jetzt alle durch? Wir ja, warte mal. Ich habe ja gesagt, Lizenzen. Ja, und Voltung. Was machen wir denn? Krabbensticks? Yes. Komm, wir nehmen mal das hier, ne? Nur schief gehen. Aber erstmal schauen wir, was denn der Tag gebracht hat. Wenn was war zu teuer, ein was nicht gefunden. Boah. Arme Kunden, ne? Das Shampoo. Man wüsste, wo man sein Zeug alles hat, ne? Ja, Shampoo ist teurer geworden. Na gucke, von 6 auf 7. Oh, Junge. Nicht an. Lizenz haben wir ja schon gekauft. Was ist noch für die Regale? Dann schauen wir mal unten. Krabbensticks ist neu. Ketchup, Schokoladeneis. Käse, Mayonnaise und Soße. Eine ganze Menge, ne? Wo kommt das hin? Ich leg's erstmal ins Regal. Lassen das mal bei einem. Der Preis liegt bei 3,15 bei uns. Qualität kostet ja auch was. Oh. Okay. Das hatte ich gar nicht mehr gesehen, dass wir sowas auch noch haben. Das wird wohl das Produkt gewesen sein, was nicht gefunden wurde. So, was haben wir hier? Das sind lustige Pizza. Ich gehe mal davon aus, Pizza kommt hier rein. So, 8,50 dafür. Wie jemand was sagt, die Kühlkette ist nicht unterbrochen. Kann ich das einfach mal? Noch $5,10 sollte dafür auch passen. Noch haben wir Platz in den Regalen, noch müssen wir keine neuen kaufen. Da. Okay, Spaghetti hier, ja. Wird dann wahrscheinlich da erstmal auf dem Boden. Der übrigens sauber gemacht wurde, also da auch keine Panik. Ein Frieser. Das hier müsste der. Nein, ist der auch nicht. In 10, 15 ist doch okay für. Ein paar Krabbenchips. Ist für unter 2 Euro. Aber verrat das bitte meinen Kunden nicht. Plus mal schnell ein bisschen nachbestellen. Damit das nämlich erstmal alles einsortiert wird.
So ist das halt. Das Lager muss immer noch gefüllt werden. Weiß man, sollte das eigentlicherweise, wenn die fertig sind, aber ja. Kann das auch zwischendrin machen. Was haben wir hier? Nichts, was wir neu haben. Oh, die Kaffeesoße. So, 4,15. Kaffeesoße ist also eine Frage. Einfach mal so gefragt. Ich bin gerade zu Ende. Döner Kebab. Den auch mit Saf, also mit Schaf? Oder dann eher, naja, nicht ganz so, also Standard. Gut, Mayonnaise, ja. Wer es möchte, da kann ich auch einen Tipp geben. Einfach mal die dänische Mayonnaise probieren. Ist gut. Na, kannst du nicht ganz mit der deutschen vergleichen? Mit der dänischen, mit der japanischen. Entschuldigung. Die habe ich mal probiert, die ist richtig gut. Jungs, was haben wir denn hier noch? Chips, sie können gleich ins Lager. Irgendwas liegt hier noch auf der Straße. Ketchup. Im Regal, das wäre ja komisch. Bagadinski. Oben immer noch was und ich habe so viel bestellt. War falsch. Wohl viermal Comté-Käse. Kann man mal auch mal machen, ne? Ist ja nicht so, dass man da. Dass man daran pleite geht. Ist alles drin. Naja, hier fehlt was. Hier. Mal Fliegvieh bitte. Das wird schon ein bisschen ordentlicher. Nee, das ist falsche Seite. Ja gut, da wird wohl noch genug Platz sein, sondern das Regal voll sein, ja, sage ich ja. Das ist halt, wenn man zu viel bestellt. Na, das ist dann. Wie sieht denn das aus? Komplette Lager da, ne? So, Jungs, ihr seid fertig, na dann los. Warte, vollsten Einsatz von euch. So, wollen die denn auch noch? Die wollen auch noch Geld. Weil am Kontostand merkt man das fast nicht mit den Lizenzen. Lizenzen? Ne, warte mal, das machen wir anders. Das bringt ja nichts, wenn man neues Zeug hat und dann das Regal leer.
Ich habe jetzt viel zu viel bezahlt. Bestellt. Ja. Wird schon gehen. Upsa. Guten Tag, der Herr. Ein ganzes Fliegvieh. Na, das wird ja spenden. 54 Zeug. Die Dame. Kartoffel, Kartoffel. Schmeckt ganz gut zum Fliegvieh. Schauen wir nochmal. Hier fährt er bestimmt irgendwo was. Einen Karton können wir schon mal reinstellen. Okay, doch. Aha. Hat schon ein bisschen mehr Platz. Wenn sie jetzt auch so einen Scheiß machen, dann mache ich die Kasse zu. So, nächster bitte. Nee, sie kommt da mal einen ordentlichen Einkauf. Schön viel Sushi, aber scheinbar vertragen sie es nicht. Dann sind wir bei 168,50. Dazu sage ich jetzt auch nichts. Ein Bier da hinten versteckt. Ja, aber 136,30. Wie sehe ich. Mal wieder in der Statistik am Ende jemand, der gesagt hat, falsches Wechselgeld. 55 Cent zurück. Hier. Ui. Die Mayonnaise wird gekauft. Hier. 44,90 zurück. Ihnen ganze 21 Dollar. Wow. Ich habe keinen Wodka getrunken und trotzdem dreimal. Hm. 80 zurück. Bei Ihnen passt das sogar. Ich und na, da noch was. Zumindest Shogi Pick. Das lobe ich mir. Dafür bekommen sie auch 12,50 zurück. Hauptsache ohne Ende Wechselgeld zurück haben wollen. Dann treffe ich das dann auch mal. So, sie wollen nichts zurück, das ist immer gut. Oh, das finde ich schon mal super, dass sie unsere neuen Produkte kauft. Das ist wunderschön. Also zumindest die den Ketchup und die Mayonnaise. Steckt da sogar nochmal Mayonnaise. Wir kriegen sie auch kein Wechselgeld. Was ist denn jetzt los? Einmal Butter, ja. Ja, für das Mehl. Der will ein bisschen backen und kochen und alles Mögliche. Rustige Pizza, na aber.
Dem Wechselgeld passt das jetzt. Was ist jetzt? Jetzt will wohl keiner mehr. Und so viel Unsinn habe ich gar nicht geredet. Naja, doch. Das ist aber schon lustig, wenn ich jetzt so schaue, ne? Ganz optimiert ist das Spiel noch nicht. Es geht noch von den Frames her, aber man merkt dann schon einen kleinen Unterschied. Den dürftet ihr jetzt im Video nicht sehen, aber ich sehe es dann schon 167. Ihnen hoffentlich noch viel, 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 viel mehr. Ich mag es. Oh, 126,90 ist auch gut. Jetzt einfach durchgelaufen oder hat die bezahlt? Oh, Entschuldigung, gucken Sie mich nicht gleich so an. So lange haben Sie nicht gewartet. So. Genau. Hier die Pizza. Und 15 Cent zurück. $109,35. Kann das sein? Was? Eine Jojo-Mayonnaise mehr? Jojojojojoj. Haben wir keine mehr? Wir haben keine Jojo-Mayonnaise mehr. Ich habe gesagt, ich habe sie nicht nachgefüllt. So, da können wir doch bestimmt schon reinstellen. Nö. Man müsste die Liste für morgen schon voll sein. Guten Tag, die Dame. Perfektes das Timing, ne? Das wird eindeutig. Ja. Jojo Mayonnaise, ich weiß. Der Mann ist mir sympathisch. Okibi und schön viel Eis. Mhm. $82, ne? Ups, geht auch mehr. Na du da drüben. Komm zu mir. Vielen guten Tag, der Herr. Vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen sind. Der Kollege drüben kotzt jetzt. Und als letzter Kunde für heute 37,50. Hoffe ich jetzt mal letzter Kunde, ne? Wir schauen mal, was der Tag gebracht hat. 2000 plus. Ja, das ist klar. Hier und 8er Eier. Okay, hier sind wir schon bei 4,60 für die Eier. Das ist keine Welche, ist nur gemeint hier. Was ist nicht drin? Wo ist was mit dem Preis angestiegen, aber. Zumindest die Eier. Bei uns 2,75. Der Bauer bekommt ja auch was ab. Und wir kaufen gleich. Und ich schaue wieder zu, wie die wunderbaren Leute hier unsinnig.
wie die Auffüller jetzt das Ganze auffüllen. Dafür sind die da. Ja. Und wenn die dann fertig sind, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.